Ja, herzlich willkommen. Erster Talk. Und ich habe die Ehre, diesmal noch zu machen. Ja, heute geht es um die Datenvisualisierung mit WebGL. In diesem Fall ist das mit dem Framework 3.js. Meine Vorstellung muss ich jetzt hier nicht unbedingt machen. Wir kennen uns alle. Aber auf jeden Fall sind die Projekte, die hoste ich bei GitHub, einfach mit meinem Namen, David Plexer. Ja, die Datenvisualisierung. Ich habe im Rahmen der Masterarbeit ein JS-Framework geschrieben, mit dem man einfach seine Datenvisualisierung mit WebGL entwickeln kann. Die Masterarbeit, das Thema lautete interaktive 3D-Visualisierung von großen Datenmengen mit HTML5. Und da sollte man einfach die neuen Technologien untersuchen, speziell auf die 3D-Visualisierung, was möglich ist und vor allem was auch die Grenzen sind mit WebGL und was HTML5 jetzt neu bietet. Ja, die Vision war eigentlich Visualisierung von graphähnlichen Daten und mit WebGL ist es eben einfach sofort im Browser möglich, ohne irgendwelche speziellen Plugins oder sowas. So, man kann das sofort im Browser entwickeln. Und als Beispiel gibt es die Facebook-Freundesbeziehungen zu visualisieren, Referenzen in wissenschaftlichen Arbeiten, das heißt, wenn man ein Paper hat und dort die ganzen Referenzen drinstehen, wenn man das grafisch visualisiert hat, da kann man da besser drin navigieren. Oder auch die Verlinkungen von Webseiten, da kann man einfach erkennen, wie die Verlinkungen an sich sind von seiner eigenen Webseite oder auch wenn Webseiten von außerhalb auf einen verlinken, kann man einfach besser sehen, von wo das kommt. Hier mal das Beispiel zu zeigen, Facebook bekommt einfach nur seine Liste von den ganzen Freunden oder Freundesfreunden. Man kann sich hier nur durchklicken und wenn man irgendwie sich bei der dritten, vierten Ebene von solchen Freunden mal weitergeklickt hat, dann hat man auch irgendwann so den Bezug verloren, so wie bin ich eigentlich da hingekommen. Wenn man das dann eben zum Beispiel in so einer Form visualisiert, dann kann man, behält man diesen Bezug immer bei, man kann leichter erkennen, so woher kenne ich denn jetzt eigentlich die Freundesfreunde, also über welche Beziehungen bin ich da hingekommen. Das ist ja ein anderes Beispiel und die haben das ja auch schon so gruppiert, also dass zum Beispiel nur Leute, die jetzt was weiß ich, aus Berlin sind oder nur Leute aus irgendeiner Heimatstadt sind, dass die dann hier schon mal so in so Cluster geordnet werden. Ja, und die Projektidee war eben die Entwicklung eines JS-Frameworks, das die so eine Visualisierung ermöglicht. Das ist halt immer graphische Daten sein, also einfach Daten, die in Beziehung zueinander stehen. Dieses Framework soll interaktiv und erweiterbar sein. Erweiterbar eben deshalb, damit man verschiedene Visualisierungen implementieren kann und vor allem auch verschiedene Layouts. Und für die Daten sollte eine Graph-Datenbank verwendet werden, weil das eben ideal ist. Das hier die Architektur, also immer der Aufbau von dem JS-Framework. Auf der rechten Seite ist einmal die Datenbank und eine Ruby on Rails Web-Anwendung, die das Framework verwendet. Da ist einfach nur die Web-Anwendung dient nur für den Datenimport und man kann auch in den Daten suchen. Also die Web-Anwendung ermöglicht einfach nur die ganzen Daten zu importieren und das JS-Framework liest dann die Daten aus der Datenbank aus. Und es gibt drei Module in dem JS-Framework. Einmal die Graph-Struktur, die die Daten dann gespeichert hat und vorhält. Über die Graph-Layouts werden die ganzen Knoten positioniert, das heißt, man bekommt als Input die Graphstruktur bzw. die ganzen Nodes, die dort erstellt wurden, und das Graph-Layout nimmt dann einfach und berechnet eine Position nach einem bestimmten Algorithmus. Und bei den Graph-Drawings geht es eben darum, die Knoten zu visualisieren, also einfach den kompletten Graphen mit den Kanten vernünftig zu visualisieren und den auch dann interaktiv zu gestalten.
bei den beiden Sachen, bei den Graph-Layers und Graph-Threads, ist eben wichtig, dass, die, ja, dass man die erweitern kann. Also man soll verschiedene Layouts verwenden können. Und bei den Graph-Threads soll man verschiedene Visualisierungen verwenden, weil vor allem das Ganze ja auch in der Entwicklung ist. Also man weiß gar nicht, in einem Jahr wird es wieder neue Möglichkeiten geben, die das alles vereinfachen. Und das ermöglicht dann hier eben ja, eine einfachere Erweiterbarkeit. Hier nochmal zur Übersicht, ja, die Graphvisualisierung soll ausschließlich über JavaScript implementiert werden, soll modular aufgebaut werden, die Visualisierung Layouts können erweitert werden, alle Komponenten haben eine einheitliche Schnittstelle und die JavaScript-Objekte können erweitert werden. Das ist eben wichtig, dass die Knoten mit bestimmten Daten erweitert werden können, also dass wir da jetzt die, im Endeffekt diese Daten, die das, die ein Knoten repräsentiert, also den Namen von einem Freund bei Facebook zum Beispiel oder bei Artikeln wie ein Titel und eine Beschreibung und ähnliche Daten. Ich komme jetzt nochmal kurz auf die Module, also ich gehe nochmal auf die Module ein. Die Graphstruktur ist eigentlich relativ einfach gehalten. Man kann eben einfach ein Graphobjekt erstellen. Man kann bestimmte Node-Objekte erstellen und die dann dem Graphen hinzufügen. Und natürlich muss man die Beziehung stellt man über die Kanten her. Ein Knoten ist, besteht aus den Attributen ID, dann Node-To und Node-From, das sind einfach alle Referenzknoten. Die haben die Position, die eben von dem Graph-Layout berechnet wird, und das Data-Attribut ist dafür da, um eben spezifische Attribute zu speichern. Und die Edge ist ganz einfach nur die Verbindung zwischen zwei Knoten und kann auch mal über so ein Data-Attribut mit ja, bestimmten Daten versehen werden. So ist das der Aufbau des Graph-Layouts, das ist im Grunde ein JavaScript-Objekt. In diesem Fall wurde jetzt in einem Force-Directed-Layout implementiert. Ein Layout bekommt eben den Graphen als Input und optional bestimmte Parameter, die das Layout einstellen. Und ein Graph-Layout muss eben die zwei Methoden haben, einmal diese Init-Methode und die Generate-Methode. Das heißt, das wird dann von den Graph-Drawings aufgerufen. Das heißt, die ganze Berechnung findet, während die ganzen Knoten dargestellt werden, findet die statt und man kann das dann sozusagen sofort sehen, wie die ganzen Knoten positioniert werden. Das ist der Aufbau von den Graph Drawings. Das ist ebenfalls ein JavaScript-Objekt. Hier habe ich jetzt zwei verschiedene Visualisierungen. Einmal so ein Simple Graph, der in einer 2D- und 3D-Ansicht die Knoten nach einem Force-Directed Layout positioniert und visualisiert. Und auf dem Sphärengraphen wird das einfach auf seiner Kugel projiziert und ja, ist einfach ein bisschen eine andere Darstellung, eine andere Visualisierung. Ja, der Code ist auf der GitHub-Seite und ich würde das jetzt einfach mal hier zeigen, was ich alles gemacht habe. Genau, das ist das ist im Grunde die Projektstruktur. Also wir haben hier in GraphJS ist die Graphstruktur mit eben dem Graphen und den Methoden AddNode, GetNode, um eben einen Knoten hinzuzufügen oder abzufragen und AddEdge, um eine Kante zu erstellen. Mehr braucht man eigentlich nach außen hin nicht, der Rest ist alles eine interne Sache hier. Und wir haben dann unter den Layouts alle verschiedene Layout-Algorithmen. Hier ist jetzt nur das Force-Directed Layout implementiert worden. Das gibt eben als Input die Graphstruktur und bestimmte Parameter, die man hier einstellen kann. Und als letztes dann eben die Visualisierung selbst. Das ist eigentlich auch dann die Klasse, die verwendet die in der HTML-Datei verwendet wird und aufgerufen wird. Und ja, hier findet dann eben die Visualisierung mit Vue.js statt. Die HTML-Datei
importiert dann alle JS-Dateien. Und in diesem Bereich werden dann eben die verschiedenen Visualisierungen erstellt. Das heißt, wir haben ja einmal den normalen SimpleGraph in 2D-Layout, dann habe ich nochmal ein 3D-Layout und dann gibt es nochmal diese Kugelansicht. Ich zeige das mal. Wenn ich das jetzt sehen würde, ist ein bisschen zu klein. Okay, also hier ist jetzt einmal ein Graph mit 178 Knoten. Und ja, und wie gesagt, beim Namen wird halt das Layout jetzt iterativ gestartet. Der berechnet jetzt immer die Positionen von seinem Knoten, bis er ein ideales Layout gefunden hat. Und hört dann irgendwann auf. Und ja, dann kann man im Grunde in diesem Graphen hier navigieren. Man kann hier einfach reinzoomen, rauszoomen, in dem Graph sich zu bewegen. Und man kann jeden einzelnen Knoten über Events erreichen. Das heißt, hier ist jetzt einfach nur hier wird die ID von den Knoten angezeigt. Und theoretisch kann man dann eben alle Daten in einem gesonderten Fenster anzeigen. Die Kugelansicht ist jetzt hier nur so beispielhaft. Genau das gleiche Layout, also auch nach Force Directed ausgerichtet, nur dass er dann hier aus einer Kugel projiziert wird. Das ist eben sinnvoll für Daten, die geografische Positionsangaben haben. Also man könnte zum Beispiel Städte hier visualisieren, man könnte Städtepartnerschaften visualisieren oder irgendwelche anderen Daten, die so in Beziehung zueinander stehen. Das war es eigentlich zu dem schon hier. Ich könnte jetzt hier noch irgendwas zu dem Code von 3.js erzählen, also das kann man vielleicht so in einer Kurzversion machen. Was man einfach machen muss in 3.js ist, man erstellt eine Szene, eine Kamera, in diesem Fall ist es hier einmal so ein VGL-Renderer und die Kamera hier mit verschiedenen Optionen. Und dann werden im Grunde die Geometrie nochmal festgelegt für die einzelnen Knoten und für die Edges werden einfache Linien genommen. Und dann werden eigentlich auch schon nachdem der Graph dann erstellt wurde, die Knoten in der Donut-Node-Methode gezeichnet und dafür muss man dann einfach eine Mesh erstellen für jedes Objekt. Dann wird hier nochmal zusätzlich ein Label erstellt, das heißt, dass einfach hier in diesem Fall die ID oder der Titel der Node angezeigt wird und hier haben wir dann randommäßig ist das jetzt mal hier die Position. Also wo die Knoten am Anfang positioniert werden. In der 3D-Version wird dann eben nochmal zusätzlich die Z-Achse nochmal gesetzt. Genauso ist es eben bei der Kante, das heißt, hier wird einfach so eine Linie gezeichnet. Man kann die Absorption, die Farbe und die Opacity angehen und die Liniendicke. Und eine Linie nimmt sich dann als Position eben die beiden Knoten, die in Beziehung zueinander stehen. Und das war es ja eigentlich auch schon. Also 3.js nimmt da einen sehr viel ab, was sozusagen die Schnittstelle zwischen WebGL und den Zeichnern angeht. Das haben sie sehr gut abstrahiert und bieten wirklich einfache Funktionen an, mit denen die man dann hier eben zum Zeichnen verwenden kann. Ja, ich denke, das war's nicht schon. Also wenn da so keine Fragen sind zu den speziellen... Ich habe das irgendwie nicht mitbekommen, aber dieses Neo4j, was macht das genau? Das ist die Datenbank, also das kommt dann ganz am Schluss letztlich dann raus. Achso, da kommt noch was. Genau. Das 3.js ist ein Framework, was da drunter liegt, wo du jetzt gesagt hast, das war besonders geeignet, oder?
Genau, also WebGL an sich ist ja sehr vergleichbar mit OpenGL und ist schon sehr schwierig, man muss super viele Sachen selbst definieren, also gerade so einen Würfel zu definieren, ist schon ziemlich, also ich würde jetzt nicht sagen, es ist super komplex, aber es ist aufwendig. Man muss halt die ganzen Arrays definieren, man muss alle Seiten definieren, alle Punkte. Und das ist halt eben das, was VJS einem abnimmt. Da kann man eben so einen Würfel über eine normale Funktion erstellen. Da gibt man Würfel, fertig. Genau, gibt man die Position an, gibt man die Kantenlänge an und ja, da nimmt einem VJS eben sehr viel Arbeit ab. Genauso was die Interaktion betrifft und auch, dass die Objekte selektiert werden können oder überhaupt über Events angesprochen werden können und eigentlich auch alles über VJS dann. Das heißt, also, das Force-Directed Layout und so, das kommt dann aber nicht aus 3D. Nee, das ist dann eben nochmal ein Layout, ja, einfach ein Algorithmus, der hier zusätzlich implementiert wurde, genau. Also das Layout macht hier nichts anderes, als einfach nur den Graphen zu nehmen, den ganzen Knoten und Kanten. Und dann gibt es hier eben die Generate-Methode, die jeden Knoten durchgeht. Und nach einem bestimmten Algorithmus hier die Position neu berechnet. Die X- und Y-Position. Und das wird dann halt iterativ immer neu berechnet. Heißt das, ich sehe dann, wie die Knoten in die UI reinstolpern oder sehe ich nur das Positionieren der Knoten? Nur das Positionieren. Also die Knoten werden ja mit einer zufälligen Position erstmal versehen, initialisiert. Ja. Und,